Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin heute nach Karlsruhe gefahren, habe ja die OM Systems dabei, Objektive dabei, ich weiß gar nicht was genau, Verschiedenes, denn hier ist heute Schlosslichtspiele. Eine Beleuchtung, wie ich sie aus Frankreich kenne, also so eine Videoprojektion. Es sollen noch ein paar andere Sachen sein. Ich muss gestehen, eine französische Seite, die muss man ja nicht immer verstehen. Aber eine deutsche Seite habe ich auch nicht verstanden. Ich hoffe, dass ich alles finden werde, alles sehen werde, was schön ist. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich gehe jetzt erstmal zur Straßenbahn. So, ich bin am Ettlinger Tor, Staatstheater. Jemand, der mit mir gerade in die Straßenbahn eingestiegen ist, der hat gesagt, ja, können Sie auch nehmen. Müssen Sie ein bisschen laufen Richtung Schloss, aber es funktioniert auch. An der Stelle sei angemerkt, es gibt hier S5 und Straßenbahn 5, die Tram. Und ja, das ist etwas verwirrend. Ja, Karlsruhe, ich kenne es ein bisschen, aber ich war so lange nicht da, dass ich wirklich ein bisschen aufgeschmissen bin. Ich bin am Ort des Geschehens angekommen. Ich drehe mich mal rum. Das ist das Karlsruher Schloss. Hier wird die Projektion stattfinden auf das Schloss. Und ich zähle mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich würde mal sagen, 16 Projektoren sind hier am Start. Da in diesen Zelten neben dem Eingang. Ich habe die Olympus dabei. Ich werde ein bisschen was ausprobieren. Ich bin da ganz gechillt. Ich überlege mir nur gerade, ob ich mich da direkt auf so eine Bank setze oder weiter weg gehe, weil nach allem, was ich hier vermute, so voll wie die Stadt ist, wird das hier wirklich richtig voll. Und ja, da will man doch schöne Bilder machen, ne? Und nicht mit den Leuten kämpfen. Ich habe auch nur das kleine Stativ dabei, weil ich mir denke, das genügt. Hier gibt es schon die ersten Leute, die sich wirklich die Plätze organisieren. Man muss wirklich sagen, es ist eigentlich noch viel zu früh. Ich wollte mir erstmal einen Hocker mitnehmen, aber ich habe mir gedacht, das ist auch nur wieder Ballast. Und ja, wer mich kennt, also es ist nicht so, dass ich nicht auch mal viel trage, aber ich überlege mir halt immer dreimal, dass ich nichts zu viel habe. Ihr wundert euch nicht, dass ich jetzt hier am Tisch sitze. Dieses Video ist genau wie schon einige Videos vor einiger Zeit davor ein Video, welches ich aufnehme, weil ich Bilder habe, aber viel zu wenig Videomaterial.
Ich möchte euch übrigens noch sagen, dass ich zweimal in Karlsruhe war. Einmal habe ich seitlich gesessen. Das sind die ersten Bilder, die ihr sehen werdet. Und dann war ich noch einmal da und habe mich genau in die Achse des Schlosses gesetzt, genau in die Mitte. Das hat ganz wunderbar geklappt. Allerdings musste man auf dem Boden sitzen. Man wollte ja auch die anderen Leute nicht stören. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, ich hatte zwar meinen Hocker dabei, aber ich habe mir gedacht, nee, du bleibst unten. Und damit, da haben alle sozusagen die beste Möglichkeit zu sehen. Das Stativ habe ich auch nicht sehr hoch gemacht. Ich hatte auch das Glück, dass keiner jetzt auf die Idee kam, sich vor mich zu setzen. Man muss also auch ein bisschen näher rangehen. Im Übrigen habe ich dann auch nicht mehr in Erwägung gezogen, das ganze Schloss drauf haben zu wollen. Dafür hätte man wahrscheinlich sogar ein Fischauge gebraucht. Und da das Schloss sehr breit ist, aber wenig hoch, habe ich mich eher dazu entschlossen, den Mittenteil abzufotografieren und eben die Flügel außen vor zu lassen. Das seht ihr an den Bildern, es ist einfach größer. Und technisch gesehen muss ich sagen, ich habe das schon sehr oft gemacht und wenn ich vor Ort bin, und das ist bei jeder dieser Videoprojektionen immer ein bisschen anders, muss man einfach als Fotograf die Entscheidungen treffen. Und damit ihr, wenn ihr das noch nie gemacht habt, solche Sachen treffen könnt, solltet ihr eben auch solche Veranstaltungen besuchen. Und wenn zum Beispiel klar ist, dass eine Videoprojektion zweimal, dreimal, mehrfach am Abend gezeigt wird oder wie in Karlsruhe im Grunde, ja, sobald es dunkel genug war, bis zum Ende durchgängig was geboten war, mit kleinen Werbepausen wohlgemerkt, dann nutzt die Gelegenheit und plant eben einen längeren Aufenthalt ein. Dementsprechend sollte man sich auch mit Getränken und Verpflegung ausrüsten. Das haben ja auch diverse weitere Gäste gemacht. Es gab wirklich Picknicks und sogar Tische und Stühle. Also ich habe da ganz viel gesehen. Ich habe mich sehr gewundert, aber ja, am Ende des ersten Tages wusste ich, warum die Leute es sich so bequem machen, weil es einfach toll anzusehen war. Ich mache jetzt Schluss. Ihr könnt euch noch die Bilder ansehen. Wer Fragen hat, unten in die Kommentare, ganz klar. Und Schlosslichtspiele Karlsruhe kann man bei Tante Google erfragen. Und ich denke mal, nächstes Jahr werdet ihr mich dort wiederfinden. Und vielleicht sehen wir uns da ja, genauso wie ich dort den Daniel zum Beispiel kennengelernt habe. Ich habe noch einen Fotografen kennengelernt. Wenn du das siehst, ich komme nicht auf deinen Namen. Das war einfach zu kurz und mein Namensgedächtnis ist da immer nicht besonders gut. An der Stelle schon mal tschüss, viel Spaß mit den restlichen Bildern. Ciao, euer Sven.